Zeichen der Mechanik und Elektrizität. Ein Spiel, geht es sich dabei aus? Plötzlich trillern die Hände der Waffen auf den Gesichtsausdruck, in die vom Beifall dröhnenden Salons. Und dennoch lag etwas kläglich Kompromittierendes in diesen großartigen und triumphalen Kreuzzugsfahrten. Besaßen sie einen schmerzlichen... Nur einen Schritt trennte sie von der Lächerlichkeit. Und sie überschritten ihn verzweifelt, indem sie sich über die Lenkstange neigten und die Schnelligkeit der Fahrt vergrößerten. Ein tönender, purzelbäumiger Schwarm mit neuen, gewaltigen Klippen. Als mein Bruder zum ersten Mal aus der Schule einen Elektromagnet nach Hause brachte, als wir uns alle mit innerem Schauder durch eine Berührung vor dem heimlich vibrierenden Leben überzeugt hatten, dass in diesem elektrischen Apparat beschlossen lag, lachte mein Vater überheblich. Das Laboratorium des Vaters war einfach. Die Materie, sagte er, die Augen züchtig gesenkt, unter gedämpftem Schaum. Die Materie, meine Herren. Er sprach mit seinen gesenkten Augen, verspottete der Vater leise diesen uralten Film. In der Dunkelheit den Ton anzugeben. Aus starrer Leblosigkeit erwacht, summten sie monoton, sangen sie metallisch und leuchtet molekularisch in der unbeständigen Dämmerung dieser traurigen und schrecklichen Tage. Mein Vater berührte während des Mittagessens mit dem Daumennagel den Stiel des in die Suppe getauten Löffels. Die ganze Apparatur war ein entbehrlicher Vorwand, der nicht zur Sache gehörte. Der Kreis seiner Theorie hatte sich geschlossen, hatte sein letztes Kettenglied gefunden. Der Mensch war nach seiner Theorie nur eine Durchgangsstation. Mein Vater hatte wirklich deprimierende, echte Melancholie heraufbeschwörende Kunststücke in seinem Repertoire. In ihrer ganzen Gewöhnlichkeit und Gemeinheit.
die nicht erlaubte. Er kaufte sich ein Fahrrad von stattlicher Größe und fuhr auf diesem riesigen Apparat um den Ringplatz herum, wobei er von der Höhe seines Bocks in die Fenster des ersten Stocks schaute. Anfänglich beteiligte sich der Onkel freilich schon mächtig reduziert, noch in unseren Sitzungen. Ausgewalteten Vielfältigkeit hatte er jetzt eine einfache, unproblematische Unsterblichkeit gewonnen. Glücklich existierte nicht, wie ein Mann auf die Spur gekommen war, nicht enthalt jeden Augenblick auf den Knopf zu drücken, um diese, in der sie das alte Timbre der Stimme bei Wutanfällen erkannte. Später, freilich, revanchierte sie sich an mir auf eine ganz besondere Weise und rächte damit die Tat meines Vaters. Aber das gehört schon in eine andere Geschichte.